Herzlich willkommen im Kalbosch-Museum zu unserer Reihe Staunen wie Kalbosch, die faszinierende Welt der Physik und der Chemie. Heute habe ich Ihnen was mitgebracht, es sieht wie Wasser aus, ist aber kein Wasser drin, sondern da ist Tonic Water drin. Früher in meiner Jugend habe ich so manche Nacht in der Diskothek verbracht und da haben wir uns dann Tonic Water bestellt, ab und zu mit einem kleinen Schuss drin oder auch Bitterlemon. Und dann darauf gewartet, dass endlich das Schwarzlicht angeht. Schwarzlicht ist UV-Licht, also unsichtbares Licht. Und es hat die besondere Eigenschaft, mit dem Chinin, das hier drin ist, aufgelöst ist, dessen Elektronen in eine höhere Ebene anzuregen. Und beim Zurückplumpsen der Elektronen wird dabei sichtbares Licht ausgesendet. Und plötzlich ist aus meinem langweilig farblosen Getränk ein cooler, leuchtender Trink geworden. Ausschalten kann ich das ganze Phänomen, das heißt Fluoreszenz, einmal klar durch das Ausschalten der Lichtquelle, aber andererseits auch, indem ich eine kleine Prise Chloridionen hineinrieseln lasse. Ja, Chloridionen, haben Sie das zu Hause? Klar haben Sie das zu Hause, und zwar in Ihrem Kochsalz, in Ihrem Natriumchlorid. Und damit kann man wunderbar dieses Phänomen der Fluoreszenz ruckzuck abschalten. Das Ganze möchte ich Ihnen heute auch wieder in unserem Labor zeigen. Deshalb kommen Sie doch einfach mit. Hereinspaziert! Auf Wiedersehen und ich hoffe bis zum nächsten Mal.